Hallo, mein Name ist Sascha Dieter. Ich bin Firmenkundenbetreuer bei der Frankfurter Sparkasse und ich bin heute einen Tag bei meinem Kunden der Firma Akut SOS Clean GmbH und schaue hinter die Kulissen. Mein Name ist Marcel Engel. Ich bin Unternehmer seit über 30 Jahren und vor allen Dingen schon seit meiner Kindheit Frankfurter Sparkassenkunde. Ja, die hat mich begleitet hier auf meinen unternehmerischen Werdegang. Und mittlerweile sind wir mit meinem Unternehmen Akut SOS Clean in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel der Tatortreinigung und vor allen Dingen der Desinfektion von sensiblen Bereichen am weltweiten Markt im Franchise unterwegs. An der Hauptfiliale sind wir hier über 100 Mitarbeiter und mein Bankberater, der Herr Dieter, der wird mich heute begleiten bei einem unserer Aufgaben. Über die ganzen Jahre haben wir für unsere Kunden Produkte entwickeln müssen, weil für die Nischen, die wir bedienen, unter anderem natürlich das Tatortreinigen, die Reinigungsmittelindustrie überhaupt gar keine Produktlinien entwickelt hat. Ja? Daraus ist dann zum Beispiel Ultra Clean Blue entstanden, was speziell für Leichenfundorte ist. Ja, dann haben wir hier einen speziellen Reiniger, der zum Beispiel bei Taubenkot wunderbar funktioniert. Und auf was wir ziemlich stolz sind, das ist unser Turbospray, mit dem man am Ende vom Tag garantiert jeden Geruch nicht überdeckt, sondern nachhaltig neutralisiert. Damit wir beide jetzt mal ein Gefühl dafür kriegen, wie sich ein Tatortreiniger, ein Spezialreiniger bei der Arbeit fühlt, wechseln wir beide jetzt mal die Klamotten. Ja, so stehen wir dann am Tatort. Und das ist völlig egal, ob das jetzt 10 Grad Außentemperatur hat oder auch 40. Und ohne weiteres verliert man dann in so einem Schutzanzug auch seine 3 bis 5 Liter Körperflüssigkeit. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich einen Schutzanzug tragen, weil unsere Gesundheit geht vor und es lauern unzählige Gefahren auch bei einem Tatort, wenn schon der Tod da eingekehrt ist.